hallo und herzlich willkommen zurück zu Wer dann? Heute auf der Map Eine, oder Eisne geschrieben, ich weiß nicht genau, wie die richtig ausgesprochen wird. Ist mir aber auch scheißegal eigentlich. Wir spielen bei den Ententen und... Nee, hält alle letzte Mal. Und ja, Stefan ist heute nicht dabei, der hat keinen Bock mehr. Hallo. Aber er ist noch im TS. Okay. Spaß, ich muss für die Aufnahme wirklich die Grafik runterstellen. Alter, ich kann hier nichts machen, ey, what the fuck. Alter, das ist schlimm. Warte. Aber ich habe einen Plan, Leute. Ich habe einen Plan. Okay. Plan geplatzt, aber egal. Das war knapp. War auch knapp. Alter, ohne Spaß, ich habe keinen getroffen. Ich wurde angeschossen, von wo? Hä, wo liegt der denn? Ich sehe den nicht mal. Okay. Kann man mal machen. Der Typ, der ist auch ein guter Spieler. Ich habe 0-3, ich bin auch guter Spieler. Wenn er jetzt guckt, dann kriegt er auf den Sack. Wieso guckt er nicht, der kleine Bastard? Alter, wir haben jetzt nicht ernsthaft direkt den zweiten Graben verloren, oder was? Alter. Was ist denn das für ein Noob-Team, Alter? Guck dir... Hä? Okay. So noobig sind wir eigentlich gar nicht. Okay, der war... von uns. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen näher vorrücken können. Oben auf dem Berg sind sie immer ganz gerne. Ah. Nehmen wir mal ein. Komm schon. Ach, dann guck... Ohne Spaß, was denkt der sich denn eigentlich? Hey, komm, ich guck mal da hin, weil da ist, kommt jetzt bestimmt einer. Boah. Stefan, bist du noch da? Ja. Ja, erzähl mal was von deinem Leben. Ach so, hast du ja keins, ob... Ich war damals da so und dann ist das so passiert und dann war richtig witzig. Echt jetzt? Ja. Boah, Alter, ohne Spaß. Das ist jetzt schon sick. Was hältst du von Battlefield 1? Jetzt, wo wir gerade hier im Ersten Weltkrieg unterwegs sind. Ja, das ist scheiße. Warum? Weil Battlefield scheiße ist.
Weißt du, Stefan ist halt so ein richtiges COD-Kiddy, weißt du, der spielt Nee, den ganzen COD ist auch der scheiße. spielt den ganzen Tag nur, ja, ach komm halt dein Maul, spielt den ganzen Tag nur COD, ja, weißt du, den ganzen Tag Black Ops 3, ja, weißt du, so richtige Ja. Lappen am Start. Warte, warte, warte. Ich Warte. erlöse ihn. Komm, hallo, ich will dich erlösen. Ich Jung! habe Hör mal auf zu Last zappeln. Played Monday. Wo kann ich denn sehen, die in den letzten 2 Wochen, wie viel ich gespielt Ja, habe? musst du im Spiel machen. Nee, das kann ich auch auf meinem Profil sehen, bestimmt. Also stimmt, ja. Last Played und 7, 9, hä? Ach, da ist ein MG postiert, ey. Frage ist wo. Ah, da! Ah, so. Na, das ist, geht doch. Oh, Alter, die sterben hier wie die Fliegen, ey. Das ist ja der Hammer. Da, 2,5 Stunden last 2 weeks. Ja, sagt man dann so, Black wenn man Ops scheiße. 3. Hey, ich lag! Alter, wie kann er mich treffen? Und ich habe die einzigen Spiele, die ich in den letzten 2 Wochen gespielt habe, sind Verdun, Counter-Strike, Call of Duty, Orion, Arma 2 wegen DayZ, Rocket League und Skill. Ja, eigentlich schon viele Spiele. Okay, also dieses Spiel ist schon mal verloren. Alter, wir sind schon im letzten Sektor von uns. Ja, ah, und ich krieg direkt auf den Sack. Boah, die Map kotzt manchmal so hart an, Alter. Und jetzt sind da oben diese ganzen Sniper, Alter, die snipen. Die können unseren Spawn halt einfach von da snipen. Was ist das? Hat jemand nicht nachgedacht, glaube ich. Stefan sagt jetzt bitte, ja, bei dem Spiel haben alle nicht nachgedacht. Ja, weil das Spiel scheiße ist. Es ist besser als COD. Weißt du, ich bin gerade so auf YouTube und immer wenn ich langweilig bin, mache ich YouTube Ja, du bist auf. immer Ja, langweilig. nee, wenn mir langweilig ist. Ja, Und wollte gerade dann sagen, irgendwas bin ich stimmt da gerade so nicht. auf YouTube, mache einen neuen Tab Ach. auf und gebe YouTube ein und drücke Enter. Wenn mir Hä? langweilig ist. Was? Ich bin auf YouTube, Ja. mache einen neuen Tab auf und öffne YouTube. Bist du irgendwie Wenn ich dumm? so. Ja, das normal immer wenn mir langweilig ist, öffne ich YouTube, um irgendwie cool zu sein. Dann mache ich YouTube auf, weil mir auf YouTube langweilig ist. Ja, also das ist. Leute, das ist wieder typisch Stefan, weißt du? So richtig geistig behindert zurückgeblieben. Geistig behindert, nicht normal zurückgeblieben, geistig behindert zurückgeblieben. Ja. Das ist das Schlimmste. Ist so. Komm, wo ist der? Ich seh ihn doch. Oh, jetzt werd ich schon wieder beschossen, Mann. Ach, komm halt doch mal an deine Fresse, Alter. Ich hab gar nichts gesagt. Ich habe auch nicht dich gemeint. Ich auch nicht. Ach, lol, das sind alles Gegner. What the fuck? Ja, okay, ist easy verloren, würde ich sagen, ne? Warum? Ja, wie, warum? Ja, weil wir liegen 3-0 gleich zurück. Wie viel? 3-0. Wie viel? Halt doch mal die Fresse, ich box dich um. Dann halt Okay, weg. jetzt müssen wir angreifen. Wenn wir jetzt diesen Dings nicht einnehmen, dann haben wir verloren. In der Zeit. Ah. Spaß, was eine Schmach hier gerade, ey. Was habe ich denn? 3-9. Und es geht direkt weiter, das fröhliche Sterben, ja, weißt du, ganz ehrlich. Ja, der Ernst, der ist hier auch gerade noch unterwegs. Der Ernst, ne, Stefan? Uah. Oh, hier ist Gas. Gibt's auch übrigens in dem Spiel. Muss man so Gasmaske aufziehen, da ist die Sicht ein bisschen eingeschränkt. So wie Stefans Gehirn und geistige Kompetenz. War jetzt sehr witzig. Oh, ich zeige auch nochmal ganz kurz die Ausziehanimation. So. Irgendwie ist auf YouTube gerade richtig überall Beef. Egal wo man hingeht, überall Beef.
Ja, Also gut. was das Englische angeht. Was Englisch ist, YouTube England oder was? Ja, so amerikanisch ist es. Ja, warum gibt's denn da überall Beef? Ja, Keemstar, also der Typ, der Drama Alert macht, der wird übelst vergewaltigt. Und Pyronon, irgend so ein Typ, Pyro, der macht so Kacke. Der ist anscheinend pädophil. Und Onision wird von Leafy gefickt. Und Leafy wird von H3H3 gefickt. Und H3 wird von Leafy gefickt. Und Leafy ist generell retarded. Aber Keemstar auch, genauso wie komplett YouTube. Und alle beiden. Hast du echt kein Hobbys? Ja, nee, ich, doch, nee, ja, doch, nee, keine Ahnung. Oh, Richtig geil, geil sieht mir Champagner. das. So auf die Fresse? Okay. Ja, komm rüber, Alter. Face me. Nee, kein Bock. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So. Dann gehe ich jetzt erstmal. Ja, Stefan sagt halt auch immer, Stefan, du kannst es mal kurz demonstrieren, wie du immer sagst, wenn du weggehst. Hallo? Okay, er ist anscheinend wirklich weggegangen. Weil er ein guter Spieler ist. Oh, ich liebe diese Map, weil hier gibt es nämlich sehr, sehr viele Gräben, wo man sich verstecken kann. Und im Grabenkampf bin ich eigentlich besser als im Niemandslandkampf. Niemandslandkampf bin ich richtig scheiße, das gebe ich zu, hat man ja auch gesehen vorhin. Na komm, wo sind sie? Wo sind sie, die Kleinen? Bastard, da komm ich mehr durchmetzeln. Da haben wir einen. Da haben wir auch einen. Okay, das war schon mal ganz gut vom Teammate. Oh, das hat den ein bisschen zerfetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob man auf YouTube überhaupt was erkennen kann. Ich hoffe einfach mal. Es ist schon echt sehr dunkel, muss man sagen. Ja, das ist auch schon mal ein Faggot. Geht's denn hier hin? Kenn ich gar nicht. Ist ja voll geil. Okay, das war ein Teammate. Erstmal nachladen, Leute. Ich finde das so geil, die immer mit ihrem Schnurrbart, die Franzosen hier in diesem Spiel. Okay. Also er schießt halt erstmal auf alle, um auch wirklich abzuchecken, ob das alles Teamleute sind. So wird es halt gemacht in dem Spiel, weil kann es wirklich manchmal nicht unterscheiden. Das ist ein bisschen ein Problem. Oh, da fliegt eine Nate. Oh, wo fliegt die Nate hin hier? So. Mal hier mal gerade ganz kurz weg. Da war noch eine im 17. Oh. Ah, 4-1 immerhin, Leute. Ja, das war ganz schon mal ganz okay. Unser Team verkackt gerade ein bisschen.
war jetzt ungünstig. Ich da gerade nachgeladen habe. Das ist, glaube ich, ein Bastard. Ah, das den habe ich nicht gesehen, der war zu dunkel. Schade. Dreier KD immerhin noch, ne? So, jetzt müssen wir 19 Sekunden warten. Tja, das war wohl nix. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Folgen jetzt mache. Weil das Spiel dauert jetzt noch 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, beende ich hier an dieser Stelle die Folge und in der nächsten Folge seht ihr direkt weiter, wie diese Schlacht hier verläuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!